Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem Spontan-Orakel, weil ja morgen auch der Vollmond in den Zwillingen stattfindet. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn wir so eine Vollmondenergie haben. Ich habe ja auch schon mal die Karte Vollmond in den Zwillingen rausgesucht. Um 5:08 Uhr findet dieser Vollmond statt, ne? Und bei dem Vollmond in den Zwillingen geht es natürlich, also Zwillinge werden natürlich erstmal allgemein der Kommunikation zugeordnet. Es geht ja ganz viel darum, den Fluss anzunehmen vom Leben, ne? Und auch was dies oder was das Thema Kommunikation angeht. Einfach mal zu schauen, wo hast du denn bisher dein Wissen investiert? Worin hast du dein Wissen investiert? Wie hast du überhaupt deine Kommunikation ja, wie soll ich sagen, wie hast du deine Kommunikationsgabe auch gelebt, dein Kommunikationstalent gelebt? Also es geht hier wirklich ganz viel nochmal darum, das Thema Kommunikation, Wissen, Projekte, Verträge vielleicht auch einfach nochmal zu hinterfragen und hier auch zu schauen, okay, läuft das denn auch alles so in diese Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe? Nutze ich das Wissen, was ich habe? Möchte ich vielleicht neues Wissen mir auch aneignen. Also es geht ja ganz viel darum, wirklich das Thema Kommunikation und Wissen für sich einfach auch nochmal zu prüfen. Ja, und da wirklich mal zu schauen, ist das denn auch alles im Fluss, ne? Also läuft das alles auch in diese Richtung, wie ich es mir für mein Leben vorstelle. So, es ist aber auch immer ein guter Hinweis, auch mal zu schauen, wie ich das vorhin schon sagte, inwiefern lebe ich auch meine Gabe mit der Kommunikation, ne? Also, und inwiefern kann ich aber auch zuhören? Also, wie ist das Gleichgewicht gegeben zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was ich in der Kommunikation von anderen auch empfange, ne? Und das ist immer ja eine sehr interessante Zeit, weil Kommunikation gehört ja eigentlich für uns, für den Alltag immer auch dazu. Und dennoch stellt man ganz oft fest, dass die Kommunikation oft nicht gut läuft oder nicht richtig läuft, ne? Und hier hat man einfach nochmal die Möglichkeit, auch das für sich auch klarer nochmal zu hinterfragen, ne? So, ihr Süßen. Und ich dachte mir, wir schauen jetzt einfach mal rein, welche Energien uns dann auch zu diesem Vollmond in den Zwillingen hier begleiten. Ich werde jetzt erstmal so eine allgemeine Energie ziehen, was hier für das Kollektiv, also für all diejenigen, die zu dieser Legung gefunden haben, was hier auch noch für eine Message, ja, zu euch möchte. Ich lasse die Karten wie immer springen. Ihr bedenkt, es sind allgemeine Energien. Das heißt, sie können, sie müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Guckt mal, na, die hat sich jetzt gerade gezeigt. Ich bin die Kraft des Mitgefühls. Eine sehr, sehr schöne Karte, ne? Und Mitgefühl passt ja auch im Bereich der Kommunikation, ne? Also inwiefern bin ich denn auch empathisch genug zuzuhören und Mitgefühl für andere auch zu haben, ne? Geben und nehmen, inwiefern ist es auch im ausgewogenen Prinzip? Und auf der anderen Seite, an der Unterseite des Decks, ich bin der Mensch, der ich bin und so ist es richtig und gut, ne? Also erstmal hier so diese zwei Hinweiskarten, finde ich sehr, sehr schöne Botschaften. Und jetzt schauen wir hier mal noch nicht mit vielen Karten, soll auch kein großes Orakel werden, einfach nur mal ein paar Informationen, um was es denn jetzt geht. Also was genau wird jetzt oder zum Vollmond in den Zwillingen hier wichtig fürs Kollektiv? Da haben wir die 2 der Luft. Interessant, ja. Luft, das ist, Zwilling ist ja auch ein Luftzeichen. Die 2 der Luft ist auch hier ähnlich wie die 2 der Schwerter. Es geht um das Thema Entscheidung, Herz und Verstand. Also es kann sein, dass man hier vielleicht momentan in einer Situation steckt, in der man sich nicht so richtig entscheiden kann, in der man sehr unsicher ist, ne? 2 der Luft oder 2 der Schwerter ist natürlich auch diese Energie der Kommunikation, aber es ist die Karte im Tarot, wo diese Frau sich auch die Augen verbunden hat. Das ist das, was ich vorhin sagte, einfach auch mal hinzuschauen, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Und darum geht es jetzt. Es geht um Entscheidungen. Genau sich auch anzuschauen, Herz und Verstand, inwiefern ist das hier im ausgewogenen Prinzip, ne? Ich bin die Kraft des Mitgefühls und auf der anderen Seite bin ich auch ich selber und lasse mich ja auch nicht verbiegen, ne? Einfach hier zu schauen, inwiefern ist das denn im ausgewogenen Prinzip. Ja, und hier, wie gesagt, die 2 Schwerter ist so die Karte dieser Unentschiedenheit. Und jetzt geht es halt darum, sich mal im Leben anzuschauen, wo willst du denn keine Entscheidungen treffen? Wo bist du für dich in einer, ja,
einfach in einer Rolle, wo du es einfach so laufen lässt, wo du nicht agierst, ne? Wo du vielleicht denkst, dass sich die Dinge selber auflösen und es vielleicht aber nicht tun, ne? Wo lässt du dir vielleicht auch Dinge gefallen, die du dir eigentlich gar nicht gefallen lassen müsstest, ne? Also hier einfach mal genau zu schauen, wo bist du in einer, ja, entscheidungsunwilligen oder entscheidungsunfähigen Situation und die nochmal aufzugreifen und zu schauen, was kannst du jetzt tun, ne? So, um was geht es jetzt nicht? Also, was solltest du jetzt hier nicht tun? Was solltest du zum Vollmond in den Zwillingen jetzt nicht tun? So, da haben wir die Fünf des Wassers. Ha! Interessant. Man soll hier nicht verzagen. Man soll hier nicht sich auf das nur konzentrieren, was nicht funktioniert hat, sondern man sollte hier schauen, was habe ich denn aus verschiedenen Situationen gelernt? Ne? Ist auch das, was ich vorhin schon sagte. Wo ist der Fluss und wieso habe ich mich vielleicht eventuell bisher nur auf Dinge konzentriert, die mich nicht weitergebracht haben? Ne? Und jetzt hier wirklich auch diesen Blickwinkel zu ändern und sich auf das zu fokussieren, was habe ich denn gelernt durch vielleicht eine Enttäuschung, durch Kummer, durch Schmerzen etc. Und was kann ich jetzt mit diesen Erfahrungen, ne, wirklich auch noch ins Fließen bringen oder wieder ins Laufen bringen? Ne? Ich meine, der Mars ist momentan auch rückläufig. Der Mars steht ja auch in den Zwillingen. Und da ist wirklich auch noch mal eine gute Zeit, prinzipiell auch noch mal zu schauen, passend mit dem Vollmond in den Zwillingen, wo habe ich Energie in Projekte investiert, die vielleicht in eine falsche Richtung gelaufen sind? Ne? Also hier, das passt wieder hervorragend, gehen die Karten wunderbar in Resonanz. Die fünf des Wassers ist ja vergleichbar mit den fünf der Kelche, ne, im normalen Tarot. Und da hat man sich bisher nur auf Dinge fokussiert, die nicht funktioniert haben. Und jetzt geht es darum, diesen Blickwinkel hier zu ändern. Ne? Und sich halt auch wirklich hier auch nicht zu verstellen, sich auch nicht zu sehr vom Außen leiden und lenken zu lassen, sondern hier wirklich, na, ich bin der Mensch, der ich bin und so ist es gut und richtig, sondern ja, einfach wieder mehr auch in den Selbstwert hier auch zu gehen, ne? Den Kummer, die Traurigkeit auch einfach entweder auch zu kommunizieren, ne? Also wirklich mal zu sagen, du pass auf, das hat mich verletzt, das nehme ich nicht mehr so hin, etc. Und dann aber sich ja auch einer Situation abzuwenden, die euch letztendlich nicht weiterbringt. Ne? So, was solltest du denn jetzt tun? Wir schauen mal. Was solltest du denn jetzt zum Vollmond in den Zwillingen tun? Die Sieben des Wassers. Also hier vergleichbar auch mit den Sieben der Kelche. Die Sieben des Wassers ist hier das, die Karte, ja, der Auswahlmöglichkeiten. Ne? Zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn, aber auch welche realistischen Möglichkeiten, weil ein Hinweis, das ist ja vergleichbar mit der Karte Sieben Kelche, ist hier aber auch zu schauen, okay, was ist wirklich realisierbar? Ne? Also von den Möglichkeiten, die ich habe, was ist realisierbar? Was bringt mich weiter? Hier geht es wirklich jetzt nicht darum, in irgendeine verträumte Energie zu gehen, sondern wirklich klare Fakten und klare Möglichkeiten, ja, einfach für sich zu eruieren und mal zu gucken, was habe ich denn für Chancen? Darum geht es jetzt. Ne? Ja, und hier wirklich zu gucken, ja, einfach sich vielleicht schon auch zu schauen, welche Träume und Visionen hatte ich. Aber wie gesagt, was ist davon wirklich auch realisierbar? Die Umsetzung ist natürlich bei einer rückläufigen Marsenergie aktuell immer noch nicht so zu empfehlen, aber ich habe so das Gefühl, es geht prinzipiell darum, jetzt hier Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die letztendlich euch hier weiterbringen, aus einer gewissen Stagnation und Lethargie rauszugehen, den Blickwinkel zu verändern, ne? Weil es geht jetzt nicht mehr darum, hier in einer traurigen Situation zu verharren, ne? Sondern wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten tun sich mir auf und welche Möglichkeiten sind hier realistisch. Und an der Unterseite, passender kann es wie immer nicht sein, haben wir das Ass der Luft. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, es blendet ein bisschen. Das Ass der Luft. Und das Ass der Luft ist vergleichbar mit dem Ass der Schwerter. Und das ist das, was ich gerade sagte. Es geht hier um klare Entscheidungen, die man hier jetzt einfach auch für sich und sein Leben oder für seine Projekte auch treffen sollte. Ne? Also eine spannende Vollmondenergie, ihr Süßen.
Das war es jetzt eigentlich auch schon von mir. Ich will es gar nicht so lang machen. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch ja noch eine zauberhafte Woche. Bleibt mir alles schön gesund und bis bald. Eure Helene.